Geld zu leben. Und hast du mindestens 50% des Alters, dann die Kapitel exakt aufeinander aufbauen. Fange bitte vorne an und gehe dieses Buch Seite für Seite durch. Da man Dinge erst anwendet, wenn man sie immer und immer wieder wiederholt, mach dann bitte Folgendes. Hole dir das Hörbuch. Deines Lebens. Mindset, die Art und Weise, wie man denkt, nach welchen Lebensweisheiten man lebt, die Einstellung, mit der man an Dinge herangeht. Unternehmer kommt von dem Wort Unternehmen. Willst du nicht auch etwas mit deinem Leben unternehmen oder bevorzugst du es, herumgeschubst zu werden? Wenn du also noch genug Lebenskraft in dir hast, dann wird dieser Teil einige Mysterien über das moderne Leben. Also, unternehme etwas. Kapitel 2. Kenne die Basics von Marketing und Vertrieb. Verkaufen ist wie Fußpilz. In den USA ist es schon fast ein geflügeltes Wort. Life is the sales call. Das Leben ist also ein Verkaufsgespräch. Auch wenn du nie Verkäufer werden willst, dieses Thema betrifft dich. Im Leben musst du permanent verkaufen. Sei es als Single auf Partnersuche, bei einem Einstellungsgespräch, beim Verhandeln über einen Neuwagen oder sogar bei Behörden, damit dein Vorhaben zum Beispiel schneller bearbeitet wird. Bäh, verkaufen, wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Genauso ging es mir anfangs auch. Und das wirft schon mal die erste Frage auf. Warum ist das Thema Verkaufen oder Verkäufer sein gefühlt auf demselben Beliebtheitsniveau wie Fußpilz? Man möchte es nicht haben und möchte auch nichts damit zu tun haben. Schaut man in die Vereinigten Staaten, stellt man fest, dass dort die Verkäufer ein sehr, sehr hohes Ansehen haben. Hey, du bist ein Salesman, das ist ja klasse. Das hat natürlich schon Leute vor mir verwundert, deswegen wurden dort Umfragen und Studien gemacht und herauskam folgende Einstellung der meisten Amerikaner. Ohne Verkäufer wird nichts verkauft. Wenn nichts verkauft wird, kann nichts produziert oder ausgeliefert werden. Es kann kein Arbeiter und auch keine Sekretärin bezahlt werden. Verkäufer sind der Motor unserer Wirtschaft. Natürlich werden diese Leute wohl es ansehen. Warum Verkäufer der krisensicherste Job ist? Ein interessanter Gesichtspunkt. Relativ zu Anfang meiner Karriere habe ich Gott sei Dank ein Verkaufs- Sekretärin braucht einen Schlag.
Köln zwischen Spich und Lind, da sind Fahrradfahrer auf der Fahrbahn, da bitte besonders vorsichtig gerade. Wenn mein Bruder Thomas mit Murphy losgeht, Herzpunkt in den KBF herauszuarbeiten. Wie kann man das im Leben anwenden? Naja, stell dir mal vor, du möchtest dann einen VIP herankommen. Stell dir vor, du wärst in der Lage, seinen Gitterbrennfaktor zu finden und ihm dafür eine Lösung zu bieten. Der Gitterbrennfaktor könnte zum Beispiel Dauerstreit mit dem lieben Kind sein. Dann würde auch der meistbeschäftigste VIP hohes Interesse an einem Termin mit dir haben. Dafür brauchst du natürlich verschiedene Skills, also Fähigkeiten und Wissen. Aber allein aus dem Verkäufer würde also nicht die ganzen Produktfeatures hervorheben, sondern erst einmal fragen,
Gesundheit macht dein Leben wohlhabend und wunderschön. Nenne drei Produkte und beschreibe jeweils den Features und deren Benefits. 16 weitere Coaching-Fragen und Aufgaben, die du ab jetzt.